Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. In diesen stürmischen und turbulenten Zeiten um Griechenland und die europäische Staatsschuldenkrise werden wir immer wieder gefragt, sind Aktien denn eigentlich sicher oder soll man nicht die Aktien verkaufen und in Festgeld investieren? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Aktien sind Sachwerte. Allein schon diese Tatsache, dass es um reale, substanzhaltige Anlagen geht, machen die Aktie zu einem der interessantesten Anlagemöglichkeiten schlechthin. Natürlich sollte man für die Liquidität das Tagesgeldkonto oder eine normale Bankanlage vorhalten. Für Investitionen bietet sich die Aktie jedoch ideal an. Die Unterscheidung zwischen beiden Instrumenten ist relativ einfach. Bei der Aktie erhält der Aktionär einen Eigentumsanteil an einem Unternehmen, das heißt, mir gehört ein Teil einer Firma. Bei einem Kontoguthaben gebe ich mein Eigentum, das Geld eigentlich her und gehe eine Darlehensforderung ein, in der Hoffnung, dass ich das Darlehen von dem Kreditinstitut oder dem jeweiligen Staat zurückgezahlt bekomme. Zwei grundlegende Unterscheidungen zwischen den Anlagen. Aktie, Eigentum, Kontoguthaben, Darlehen. Und dass Darlehen selbst an Staaten großen Verwerfungen in der Historie unterlegen sind, zeigt die folgende Grafik. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht, wie häufig denn Staatsinsolvenzen, also so etwas wie gerade um Griechenland herum passiert, denn in der Vergangenheit stattgefunden haben. Seit 1800, also seit gut 200 Jahren, war immerhin Österreich-Ungarn 9-mal zahlungsunfähig, Spanien 8-mal, selbst Deutschland 7-mal, Portugal 6-mal und Griechenland 5-mal. Sie sehen, dass Staatspleiten und damit die Vernichtung der Darlehen ein Tatbestand ist, der in der Vergangenheit immer wieder stattgefunden hat. Die Aktie hingegen ist genau die Anlageklasse, die derartige Ereignisse bestmöglich überstanden hat. Als Aktionär haben Sie Teileigentum. Ihnen gehört teilweise Grund und Boden der Firma, die Maschinen, die Einrichtungen, das Anlagevermögen, aber auch die Patente und Verfahren dieses Produktionsstandortes und der Firma und letztendlich die internationale Marktstellung. Bei derartigen Qualitätsaktien ist man ganz klar auf der sicheren Seite. Beteiligt man sich zum Beispiel an Volkswagen, dann erhält man einen Anteil an der stolzen Bilanzsumme von 112 Milliarden Euro und diese ist in dem letzten Jahr um sage und schreibe 6 Milliarden gewachsen. Damit ist auch mein Vermögen um die gleiche Summe in etwa prozentanteilig natürlich gewachsen. Oder kaufe ich mir eine Aktie wie zum Beispiel die Siemens, dann bin ich international investiert und partizipiere von der Globalisierung der Welt. Hier die Umsatzaufteilung zum Beispiel des Konzerns Siemens. Aus hier wird ersichtlich, dass Siemens lediglich 15% seines Gesamtumsatzes in Deutschland erzielt und der Rest breit gestreut über Europa, China, Asien bis hin nach Amerika. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktienbewertungen sind trotz dieser turbulenten Zeit zurzeit sehr attraktiv. Denken Sie immer dran, der Gewinn liegt im Einkauf, nämlich billig einzukaufen, wie die Aktien zurzeit sind. Und bei einer Normalbewertung des Aktienmarktes, von der wir wieder nach der Krise ausgehen, erwarten wir schlichtweg eine Verdoppelung des derzeitigen Aktienniveaus auf knapp 14.000 Punkte. Derzeitige Investments können sich mit ca. 3-4% Dividendenrendite erfreuen. Aber letztendlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie keine Angst vor Volatilität, also die Schwankungsbreite, die ein Aktienkurs mit sich bringt. Hier benötigt man nur die nötige Zeit und etwas Coolness. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktie ist und bleibt die Alternative zu anderen Anlagen. Und sie wird, nachdem die Krisen dann wieder abgehakt sind, wieder eine neue Renaissance erlangen. Wir sind positiv für dieses Investment gestimmt. Darf Ihnen nun eine gute Woche wünschen und freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Wiederschauen.